Hey Leute, es ist noch früh am Tag und ich bin ein wenig in Eile, denn ich will und darf und muss jetzt gleich noch rausfahren nach Elmenhorst, 40 Kilometer vor den Toren von Hamburg in meine Skat-Wahlheimat. Dort wird an diesem Wochenende die Endrunde des deutschen Städtepokals ausgetragen. Ein ganz tolles, traditionelles Skat-Event für Achtermannschaften. 27 Mannschaften sind in der Endrunde, also weit über 200 Teilnehmer. Gestern wurden die ersten drei von fünf Serien gespielt. Und ja, wir können hier mal reingucken, wenn ihr die Ergebnisse sehen wollt oder wissen wollt, wie es da steht, auch heute nochmal live Skat mitverfolgen wollt, dann geht ihr auf die Seiten des Deutschen Skatverbandes und klickt dort auf die Live-Übertragung und da könnt ihr dann alles mitverfolgen. Aktueller Zwischenstand, sehr erfreulich. Elmenhorst liegt vorne, aber es ist nur noch ganz knapp. Der Vorsprung nach zwei Serien war schon deutlich über 2.500 Punkte. Ihr könnt aber hier eben auch auf die Serienwertung gehen und wenn ihr am ersten Spieltag, also gestern, die dritte Serie seht, da hat Pik Ass Recklinghausen ein echtes Fund rausgelassen und damit sind sie in der Gesamtwertung jetzt ganz knapp hinter uns. Ansonsten auch andere Mannschaften sind hier noch dabei, denn acht Serien, da können ein paar Punkte noch gut und gerne aufgeholt werden. Ich hoffe, dass ich nachher dann noch dazu komme, auch vor Ort ein paar Impressionen für euch zu sammeln. Jetzt muss ich aber wirklich los. Hoffe, ihr seid dran und irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht auch mal live dabei beim Städtepokal.